Die Charité, der Name ein Mythos. Ein Weltzentrum der Medizin. Legendäre Ärzte, geniale Forscher, Vorbilder bis heute. 300 Jahre forschen, lehren, heilen. Auch im Dritten Reich. Keiner der großen Mediziner, der Koryphäen, ist Mitglied der NSDAP. Doch sie werden Aushängeschilder der Nazis. Wie Ferdinand Sauerbruch. Er begrüßt 1933 das neue Regime. 12 Jahre später operiert er Tag und Nacht im Bunker. Nach dem Krieg der Ärzteprozess in Nürnberg. Your name is Karl Bront. Jawohl. Angeklagt auch Mediziner der Charité. Wie verstrickt waren sie in die verbrecherische Gesundheitspolitik der Nationalsozialisten? Die Krankenhausstadt im Zentrum Berlins. In der Weimarer Zeit eine Trutzburg gegen die Demokratie. Ihr Star? Der Chirurg Ferdinand Sauerbruch. 1931 schreibt er mit einer Operation an der Herzwand Medizingeschichte. Seine Thoraxoperation in der Unterdruckkammer, ein Meilenstein der Medizin. Die Lungentuberkulose ist noch nicht heilbar. Das neue Verfahren macht die Operation erst möglich. Sauerbruch, ein Halbgott in Weiß. Die Klinik, sein Reich. Der Sauerbrucharm, eine künstliche Hand, unschätzbare Hilfe für viele Kriegsversehrte. Unvorstellbar, die Dankbarkeit seiner Patienten. Wer sein Patient sein will, muss in die Charité kommen. Nur bei Reichspräsident Hindenburg macht auch ein Sauerbruchhaus Besuche. Es gibt ein Bonmot, das Sauerbruch zugeschrieben wird, der gesagt haben soll, all die hohen Herren wissen ganz genau, dass sie auch einen Blinddarm haben. Adolf Hitler zum deutschen Reichskanzler ernannt. O. Hindenburg. Notiert der renommierte Pharmakologe Wolfgang Häubner am 30. Januar 1933 in sein Tagebuch. Zeitenwende für Wolfgang Häubner und die anderen Ordinarien der medizinischen Fakultät. Per Rohrpost werden sie zum 28. März in die Charité bestellt. Außerordentliche Fakultätssitzung. Häubner schreibt in sein Tagebuch: Es wird empfohlen, alle jüdischen Angestellten zu kündigen, sonstige jüdische Institutionsinsassen zu beurlauben. Je nach der Handlungsweise der Direktoren würde deren nationale Zuverlässigkeit eingeschätzt. Entlassung ohne Pension ist jederzeit möglich. Eilig werden Entlassungen unterschrieben, auch gegen die eigene Überzeugung. Überzeugte nationalistische Medizinstudenten drangsalieren schon seit Wochen die jüdischen Dozenten. Jetzt ist es Gesetz. Alle jüdischen Ärzte müssen die Charité verlassen. Hätten die Professoren Widerstand leisten, sich gegen den Druck der neuen Machthaber wehren können? Wenn die Chefs der Kliniken, die ja alle international berühmte Ärzte waren in Berlin, wenn die sich eingesetzt hätten für ihre Schüler und ihre Mitarbeiter, dann hätten die mindestens längere Zeit noch in ihren Kliniken arbeiten können. In Sauerbruchs chirurgischer Klinik ist Rudolf Nissen sein bester Oberarzt. Er will den jüdischen Arzt unbedingt halten. Doch Nissen will in diesem Deutschland nicht bleiben. Sauerbruch vermittelt ihm eine Anstellung in Istanbul. Ein Neutralisator auftritt, in dem ihr Inhalt in den Magen hineinströmt. Auch die junge Assistentin Theodora Zander will Sauerbruch schützen. Mehrfach schreibt er an die Direktion. Doch die Ausnahme wird ihm verweigert.
gerade wegen seiner Popularität keine Ausnahme. Die Mehrheit der jungen Mediziner begrüßt den Aufstieg der Nazis. In den Jahren der Wirtschaftskrise sind viele verarmt. Sozialer Abstieg und konservative studentische Traditionen sind ein Nährboden für braune Ideologie. Wir haben die Straße erobert, wir müssen auch die Wissenschaft erobern. Ist die Losung der nationalsozialistischen Jungärzte. Von einem Tag auf den anderen gehen junge Männer in SA-Uniform durch das Tor der Charité. Nach den neuen Weisungen müssen Jungärzten an allen Kliniken in Deutschland Posten angeboten werden. Gibt es auch Widerstand an der Charité? Ja. Krankenschwester Emma Hase gerät in Verdacht. Die Gestapo durchsucht ihr Zimmer, findet aber nichts. Sie wird trotzdem entlassen. Vereinzelt tauchen Flugblätter gegen die Nazis auf. Wer sie ablegt? Unbekannt. Überall wird gesäubert. Politische Gegner und Juden werden aus öffentlichen Positionen gedrängt. Zügig werden die Stellen neu vergeben. Die Stunde der Karrieristen. Im Pharmakologischen Institut ereignet sich ein Fall, der einmalig ist. Dem 34-jährigen Otto Kreyer wird ein Lehrstuhl in Düsseldorf angeboten. Die Stelle ist frei, weil ein Nicht-Arier entlassen wurde. Ordinarius Häubner empfiehlt, Kreyer anzunehmen. Kreyer ringt mit sich. Es handelt sich um ein ethisches Problem in mir, über das ich nicht hinweggehen kann, ohne vor mir selbst schamrot zu werden. Kreyer folgt seinem Gewissen und lehnt ab. Er schreibt an das preußische Kultusministerium, dass ich die Ausschaltung der jüdischen Wissenschaftler als Unrecht empfinde, dessen Notwendigkeit ich nicht einsehen kann. Das Schreiben hat Folgen. Kreyer wird von allen deutschen Hochschulen ausgeschlossen. Er emigriert. Jahre später macht er in Harvard Karriere. Großartig. Kommentiert Häubner Kreyers Haltung. Wolfgang Häubner unterscheidet sich von fast allen Ordinarien der Berliner Universität dadurch, dass er von Anfang an darauf bestanden hat, dass eine liberale Gesinnung notwendig ist, um als Wissenschaftler tätig sein zu können. Ordinarius Häubner vertritt eine unpolitische, freiheitliche Wissenschaft. Er bietet seinen Rücktritt an. Es wird mir niemals möglich sein, den Nationalsozialismus innerlich zu bejahen, schreibt er Oktober 1933 an Naziminister Rust. Von diesem Angebot ist nicht Gebrauch gemacht worden. Der Brief ist nicht mal beantwortet worden. Und er war weiterhin Chef und Leiter seiner Klinik und hat weiterhin alle Privilegien genossen. Diesen Spielraum gesteht man den Koryphäen zu. Keiner an der Charité bekennt sich so offen zum Nationalsozialismus wie Ferdinand Sauerbruch. Eine Rundfunkrede im November 1933. Mit einem Schlage erkannten auch die bisher Widerstrebenden das Recht der Regierung zu eiserner Unerbittlichkeit in der Zusammenfassung aller nationaler Energien und verstanden endlich den Sinn unserer Revolution, die nicht Kampf und Machtergreifung anstrebte, sondern Erneuerung deutscher Wesensart. Sauerbruch war ja von extrem nationalistischer Einstellung aufgrund seiner Kindheit und seiner Jugend, die er ja im Deutschen Kaiserreich verbracht hat. Und natürlich hat er die Niederlage im Ersten Weltkrieg als einen tiefen, tiefen Einschnitt in das Leben der Deutschen empfunden. Zusätzlich zur Sauerbruch-Klinik wird in der Ziegelstraße die Chirurgische Universitätsklinik wiedereröffnet, als nationalsozialistische Kaderschmiede. Karl Brandt, mit 30 Jahren wird er hier Oberarzt. Er hatte früher auch bei Sauerbruch assistiert. Durch seine Braut, die olympische Schwimmerin Annie Rehborn, lernt er Hitler kennen. Der Führer ernennt Karl Brandt zu seinem Begleitarzt. Beginn einer steilen Nazi-Karriere. Hitler stiftet der chirurgischen Klinik in der Ziegelstraße einen modernen OP-Saal.
Hier soll die neue medizinische Funktionselite herangebildet werden. Handwerklich perfekt und ideologisch zuverlässig. Ich schwöre, ich werde dem Führer des deutschen Reiches und Volkes Adolf Hitler treu und gehorsam sein, die Gesetze beachten und meine Amtspflichten gewissenhaft erfüllen. So wahr mir Gott helfe. Diesen Eid müssen alle deutschen Beamten schwören und auch die Ärzte der Charité. Georg Bessau lässt an der Kinderklinik alle Charité-Schwestern durch Rotkreuz-Schwestern ablösen. Die enorme Verjudung der Ärzteschaft und die kommunistische Einstellung haben schweren Schaden angerichtet. So musste es mein Bestreben sein, die Schwesternschaft neu aufzubauen. Eine Charité-Tradition. Büsten ehren große Ordinarien. Kinderarzt Bessau regt Nachforschungen an. Vor seiner Klinik wird die Büste eines berühmten Vorgängers entfernt. Eduard Henoch war Jude. Jedes Kind, das zu Professor Bessau in die Sprechstunde kommt, führt er zu einer Vitrine mit Spielzeug. Seine kleinen Patienten kommen gern zu ihm. Neue Methoden bringen dem Kinderarzt Anerkennung. Er entwickelt die Bifidusmilch, eine Diätnahrung für Säuglinge, führt die Vitamin-D-Prophylaxe ein. Die Charité ist für Georg Bessau der Höhepunkt seiner Karriere. Bessau konstatiert, dass man sich in der Systemzeit aus humanen Gesichtspunkten nur um die Schwächeren gesorgt hat. Jetzt richtet er Sondersprechstunden ein. HJ-Ärzte geben Empfehlungen zur Körperertüchtigung. Bessau erklärt, dass es nicht nur auf das Gesunde, sondern auf das wertvolle Kind ankommt. Er ist nicht allein mit seinen Ansichten. Natürlich wird in der Klinik werden die Patienten gut bis sehr gut weiterbehandelt. Es gibt einen ganz normalen Klinikalltag, der über 33 hinausgeht. Allerdings muss man auch festhalten, dass in den Köpfen der Ärzte eine leichte Verrückung, eine leichte Verschiebung einsetzt, hin oder weg von der Betrachtung des Wohls des Einzelnen hin zur Höherbewertung des Wohles des Volkes. Die Eugenik. Die Erbgesundheitslehre ist weltweit eine aufstrebende Wissenschaft. Karl Bonhoeffer leitet die Nervenklinik der Charité seit der Kaiserzeit. Im Mittelpunkt seiner Arbeit stehen psychisch kranke Menschen. Er sucht nach Therapien. Doch als Gesunde verlassen nur wenige die Klinik. Schon in der Weimarer Zeit arbeitete man an einem Gesetz zur Sterilisation Erbkranker. Bonhoeffer mahnte damals zur Vorsicht. Richtige Diagnosen seien oft schwierig. Stromstoßtherapien, die noch in der Testphase sind, sieht er eher skeptisch. Aber im Großen und Ganzen muss man sagen, dass die Psychiatrie sich in dieser Zeit in einer Phase der therapeutischen Frustration befand. Das ist ja auch ein Grund, warum man mit der Eugenik, also mit dem Gedanken, nicht das Individuum zu heilen, sondern die Krankheit auszumerzen, große Hoffnungen verband. Auch Bonhoeffer glaubt, dass man so psychische Krankheiten eindämmen kann. Das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses tritt 1934 in Kraft. Nicht Krankheiten sollen verhütet werden, sondern kranke Menschen. Es wird aufgeführt, welche Leiden die Sterilisation erfordern. So Schizophrenie, Depression, Fallsucht, Blind- oder Taubheit.